freuen uns sehr, dass Kathi Wilhelm mit ihrem Eröffnungsvortrag sehr die Teilnehmer motiviert. Entscheidungen treffen, das ist auch im Kita-Alltag sehr, sehr wichtig. Und insofern bereichert sie diesen Kongress bundesweit ungemein. Vielen Dank. Also mein Thema ist Entscheidungen treffen. Ja, warum? Warum passt das zum Biathlon? Also wir müssen ganz viele Entscheidungen treffen. Eine ganz wichtige ist im richtigen Moment den Finger krumm zu machen und abzudrücken, um eben ja, die Ziele zu treffen. Jetzt noch eine Karte und eine Medaille ist drin. Juhu! Das könnte ein Goldener werden, das könnte ein Silberner werden, ein Bronzener. Egal was es für einer wird, es wird ein Grandioser. Es ist ein tolles Rennen der Kathi Wilhelm. Die Weltmeisterin ist auch die Olympiasiegerin. Eine Bilderbuchkarriere. Aber was war passiert bei den Weltmeisterschaften? Ich fing bereits da an, drüber nachzudenken, was ist passiert, was ist hier jetzt los, warum funktioniert es nicht mehr? Und bin damals zu dem Schluss gekommen, ja, ich muss einfach weg, ich brauche Veränderungen. Ich würde euch auch einfach ermutigen, viel mehr auf das Bauchgefühl zu hören, weil ganz oft funktioniert das gar nicht mit dem Abwägen und was ist jetzt gut und was ist jetzt schlecht. Ja, Veränderung ist ein ganz großes Thema in meiner Karriere, was eben auch dazu geführt hat, dass ich so lange so erfolgreich war, was mich auch vielleicht von vielen anderen Biathleten und Biathletinnen unterscheidet. Und ich sehe eben ganz viele Parallelen zwischen dem Sport und dem Business, was eben das Entscheidungstreffen angeht, dass sich viele Menschen heutzutage einfach gar nicht mehr trauen, Entscheidungen zu treffen, weil sie vielleicht gar nicht wissen, was wollen sie erreichen, auch Angst haben, Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe mich immer gefreut auf Veränderungen, ich habe gerne die Initiative ergriffen und ich möchte das Publikum ermutigen, ja, mir nachzueifern und das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Ja, und im Nachhinein muss ich auch sagen, es war genau die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt, weil genau das, was ich machen wollte, habe ich eben dann auch erreicht und weitergemacht und umgesetzt.